Hallo und herzlich willkommen im Landefeld Online Magazin. In der Prozessautomation gehört das Drehen und Schwenken von Bauteilen zu den am meisten benötigten Anforderungen, um zum Beispiel eine Verpackung in die richtige Position im weiteren Verarbeitungsprozess zu setzen. Um eine solche Funktion effizient und möglichst präzise einzustellen, werden Schwenktische verbaut. Und wie so ein Schwenktisch funktioniert, möchte ich Ihnen heute gerne zeigen. Schwenktische funktionieren über das Zahnstangenritzelprinzip, welches eine Welle über zwei gegenläufige Magnetkolben antreibt. Durch das Beaufschlagen des einen oder des anderen Kolbens mit Druckluft kann hier also in einem einstellbaren Winkel hin und her geschwenkt werden. Wir haben Ihnen das hier zur Veranschaulichung einmal aufgebaut. Ein Schwenktisch aus der Serie DRRD unseres Vertriebspartners Festo in Verbindung mit einem Greifer. Für den Versuch haben wir beide Komponenten direkt mit Druckluft versorgt, was bei Anwendungen mit kleinen Schwenkwinkeln noch gut funktioniert. Bei größeren Schwenkwinkeln oder komplexeren Abläufen bietet Festo Schwenktische mit Energiedurchführung, wo die Versorgung durch eine Hohlwelle direkt am Schwenktisch in die montierte Komponente geführt werden kann. Der Schwenkwinkel ist über zwei Anschläge einstellbar. Über die Dämpfungselemente wird der Anschlag durch Ein- und Ausdrehen festgelegt. Es wird empfohlen, die Verkleinerung des Schwenkwinkels immer gleichmäßig auf beide Anschläge zu verteilen. Wie Sie sehen können, wird so einfach der gewünschte Schwenkwinkel eingestellt. Bei Anwendungen mit großen Lasten oder hohen Verfahrgeschwindigkeiten empfiehlt es sich entweder direkt eine Ausführung wie diese hier mit Stoßdämpfern zu wählen oder eine externe Stoßdämpfereinheit nachzurüsten. Das Ansprechverhalten der verbauten Stoßdämpfer lässt sich über den hier stirnseitigen Innensechskant einstellen. Unser Handelspartner Festo bietet hier 5 Dämpfungsarten. Elastische Dämpfung mit metallischer Endlage, Stoßdämpfer, Stoßdämpfer in hart, Stoßdämpfer extern oder Stoßdämpfer weich. Sowie zahlreiche technische Optionen wie Wellenzapfen, externe Positionserkennung, Energiedurchführung, Zwischenpositionserkennung und eine Endlagenverriegelung. Die Positionsabfrage ist, wie Sie es von Pneumatikzylindern her kennen, über seitliche Nuten durch Zylinderschalter möglich. Die Schwenktische stehen von 8 bis 63 mm Kolben zur Verfügung und haben Drehmomente von 0,2 bis 112 Newtonmeter. Sie bieten eine hohe Genauigkeit in den Endlagen, eine hohe Belastbarkeit in der Lagerung sowie ein hohes Massendrehkreismoment. Sowie variable Befestigungsmöglichkeiten und viele weitere Eigenschaften. Auch unsere starke Marke EMC ist seit neuestem mit Schwenktischen in unserem Programm vertreten. Der EMQ bietet Ihnen die identischen Hauptabmessungen wie die des Marktbegleiters SMC in seiner Serie MSQ und ESMQ. Diese finden Sie ebenfalls in verschiedenen Ausführungen ab Lager. Wie Sie es gewohnt sind, erhalten Sie natürlich neben etlichen Zubehör wie Antrieben und Greifern natürlich auch die passenden Reparatursätze und Ersatzteile in unserem Onlineshop. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Vorteile dieses Produkts und seine Funktion etwas näher bringen. Haben Sie noch Fragen zu diesem oder anderen Themen, folgen Sie uns natürlich gerne weiter hier im Blog oder auf www.landefeld.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.